Also ich gehe mit einem guten Gefühl rein, weil die Bürgerinnen und Bürger jetzt während Covid gesehen haben, welche unfassbaren Defizite wir in diesem Land haben. So, und jetzt gilt es eigentlich, Deutschland, ich sag's mal, neu aufzubauen. Wir müssen nur aufpassen, das würde ich mir wünschen als Demokrat, dass wir in der Debatte unsere Gesellschaft nicht auseinanderdriften lassen. Also ich halte nicht viel davon, immer auf die anderen zu zeigen, was die alles falsch machen. Es gibt Riesenunterschiede zwischen CDU, FDP, Linke, Grüne, SPD. Aber wir sind uns ja am Ziel einig, dieses Land als mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu halten und weiterzuentwickeln. Und das ist erstmal der Konsens, den wir haben. Und das müssen wir den Leuten rüberbringen, dass es nicht darum geht, diesen Hass auf Politik zu schüren und auf die da oben, wir da unten, das muss weg. Meine Erwartung an den Wahlkampf ist, ich sehe mich eben nicht als klassischen Politiker. Ich sehe mich als Wutbürger, der eingezogen ist in den Bundestag, um den Bürgern eine Stimme zu geben. Ich sehe ganz klar einen Kampf, einen Wahlkampf von uns Bürgern gegen eine komplett durchgedrehte Exekutive, die sich Machtbefugnisse angeeignet hat, wie wir sie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik haben. Und wenn wir den nicht gewinnen, dann ist unser Land verloren und ist die Demokratie sowieso kaputt. Ich persönlich werde versuchen, einen sehr sachlichen Wahlkampf zu machen, schon deutlich. Das bedeutet auch zu sagen, wo wir glauben, dass andere eben irgendwie blinde Flecken haben oder Fehler gemacht haben, aber eben nicht indem man aufstachelt oder hetzt oder sowas, sondern sachlich. Das, denke ich, müssen wir als Grüne machen. Und ich für mich persönlich kann so sagen, dass ich so bin und so werde ich auch Wahlkampf machen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Wahlkampf wird, der durchaus mit harten Bandagen gekämpft werden wird. Das heißt, so Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen unter der Oberfläche oder unter dem Deckel sind, werden sich dann verändern. Und es ist ja auch wirklich eine Situation, die für viele Menschen in unserem Land sehr ernst ist, sehr bedrohlich ist. Was ich hoffe, ist, dass es tatsächlich um die relevanten Themen geht im Wahlkampf, nämlich um diese sozialen Themen. Also eine Kante für mich ist ganz klar, das ist die Abgrenzung zu beiden Extremen, sowohl zu den Linken als auch zu den Rechten. Das ist für mich eine ganz klare Bruchkante. Da wird es mit mir auch keine Zusammenarbeit, wie auch immer geartet, und keine Tuchfühlung geben können. Das sage ich auch ganz besonders als Sachsen-Anhalter. Und ansonsten ist es für mich wichtig, die Menschen mitzunehmen. Sie wissen, beim Thema Waldumbau, da bin ich ganz aktiv. Da gehört es, dass man den Fridays for Future Menschen einen Spaten in die Hand gibt und mit einem wirtschaftsnahen MITler zusammen Bäume pflanzen lässt. Und das möchte ich auch im Wahlkampf weiterhin fortführen.